Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für leckere Hähnchenschenkel mit einer Zitronenmarinade und Ofengemüse. Dafür bereiten wir als erstes die Marinade vor, zwei unbehandelte Bio-Zitronen fein abreiben, außerdem entsaften und den Abrieb sowie den Saft in eine Rührschüssel geben. Als nächstes zwei Knoblauchzehen dazu pressen, dann noch einen gehäuften Esslöffel Senf sowie einen gehäuften Esslöffel Honig dazugeben, einen guten Schuss Olivenöl, in etwa die gleiche Menge wie Zitronensaft, einen Teelöffel Oregano und zum Schluss noch eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer dazugeben. Alle Zutaten anschließend mit einem Schneebesen verrühren, bis sich alles zu einer Marinade verbunden hat. Dann kommen die Hähnchenschenkel dazu, die Schenkel gut in der Marinade wenden, alles ein bisschen einmassieren und die marinierten Hähnchen danach erstmal zur Seite stellen. Als nächstes kümmern wir uns um das Ofengemüse. Dafür habe ich hier 750 Gramm Kartoffeln. Die Kartoffeln waschen und anschließend samt Schale in Spalten schneiden. Außerdem 3 bis 4 rote Zwiebeln abziehen und vierteln und zum Schluss noch eine große Zucchini in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, ein großes Backblech mit Backpapier auslegen, die Hähnchenschenkel mit etwas Abstand zueinander auf dem Backblech verteilen, als nächstes das vorbereitete Gemüse in die Schüssel mit der restlichen Marinade geben, alles einmal gut miteinander vermengen, bis das gesamte Gemüse gut mariniert ist. Und danach kommt das Gemüse ebenfalls aufs Backblech. Einfach rundherum um die Hähnchenschenkel verteilen. Zum Schluss noch ein paar Scheiben Zitronen auf die Schenkel legen. Außerdem 3 bis 4 Zweige frischen Rosmarin zwischen dem Gemüse verteilen. Und so kommt das Blech in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 60 Minuten, so lange, bis die Hähnchenschenkel sowie das Gemüse gar sind. Das fertige Zitronenhähnchen anschließend aus dem Ofen holen. So sollte das Ganze dann aussehen. Die Schenkel jetzt auf Tellern verteilen. Etwas Gemüse dazu anrichten, außerdem den leckeren Zitronensud nicht vergessen und dann wünsche ich einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.